Richtig. Und am vergangenen Sonntag in der Sendung Christiansen, die nach wie vor läuft, entgegen verlogener Meldungen in der Presse, Franjo Poth mit einem Statement, wo man sagt, dieser Mann muss als Wirtschaftsboss gehalten werden. Das ist bestimmt alles falsch, was mir vorwirft. Er hat bei Christiansen gesagt, wie es ihm wirtschaftlich wirklich geht. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Unternehmen ist stark gewachsen. In den letzten Jahren, wenn Sie jetzt an die 50 Millionen Umsatz kommen, könnten Sie sich vorstellen, wirklich die Arbeitnehmer hier zu beteiligen? Als Unternehmer muss ich sagen, wenn ich aus meiner Sicht Bewerbungsgespräche führe, dass die mit einem Monat Urlaub mit solchen Vorstellungen ankommt, das kann ich einfach nicht unterschreiben. Ja, das ist Gesetz in diesem Land. Ja, das kann ja sein, aber so kommen wir ja nicht weiter. Also wir wollen ja nicht auf der Stelle treten, wir wollen ja wirtschaftlich was bewegen hier in Deutschland. Wir brauchen weniger Urlaub und was noch? Ziel ist es eigentlich, eine Assembly Line zu schaffen, dass ich Market Share habe. Und da gibt es auch staatliche Fördermittel, die ich nutze. Da gibt es auch tolle Angebote. Und wenn man das noch subventioniert bekommt vom Staat. Warum? Ich habe ja Verantwortung auch für 40 Familien. Wir gehen von einem Umsatzverdopplung aus nächsten Jahres. Dann wird dann natürlich auch die Mitarbeiterzahl sich verdoppeln. Man braucht eine gewisse Flexibilität. Man muss sich so, dass Freitagabends um 10 Uhr das Licht noch brennt. Ja, weil Hausdurchsuchung ist, Freund! Hör auf, reicht!